Ich berichte seit 20 Jahren von der Formel 1. Und ich habe schon mit Michael Schumacher Fußball gespielt. Ich saß schon beim Mittagessen mit Lewis Hamilton. Dafür habe ich mit Niki Lauda in Wien gefrühstückt. Dem Offside. Wir liefern Einblicke in die Formel 1. Ich stehe hier vor dem Medical-Fahrzeug der Formel 1, allerdings nicht im aktuellen. Dieses Fahrzeug war von 2001 bis 2004, also in der großen Zeit von Michael Schumacher, vermutlich auch am Hockenheimring am Start. In diesem Auto saß die Formel 1-Legende von einem Arzt, Sid Watkins, auch genannt Professor Sid. Unvergessen, wie er 1995 im australischen Adelaide Mika Häkkinen nach seinem fürchterlichen Crash sozusagen das Leben gerettet hat. Er ist direkt zur Unfallstelle gefahren mit diesem Medical Car und hat den finnischen Rennfahrer mit einem Luftröhrenschnitt das Leben gerettet. Häkkinen hätte danach fast seine Karriere beendet. Es war das letzte Rennen der Saison, aber er ist dran geblieben und dann noch zweimal Weltmeister geworden. Das Medical Car von Professor Sid Watkins sieht ein bisschen aus wie das Auto vom Nachbarn nebenan. Nein, in Wirklichkeit sind es 350 PS, die dort unter der Haube schlummern. Es ist ein V6-Motor. Moderne Formel 1 Medical Cars haben natürlich noch mehr PS, fast 600 V8-Zylinder. Da muss man schon richtig was können. Aber Sid Watkins ist natürlich nicht selber gefahren. Die Besetzung in solch einem Fahrzeug im Ernstfall bestand aus 3 bis 4 Leuten am Steuer. Ein professioneller Rennfahrer auf dem Nebenplatz, Sid Watkins höchstpersönlich. Und hinten hatte er noch 1 bis 2 Helfer dabei, die ihm dann zur Hand gehen konnten und ihn unterstützt haben an der Unfallstelle. Im Kofferraum des Formel 1-Arztes Sid Watkins und auch bei seinen späteren Kollegen heute ist natürlich nicht irgendetwas, Verbandskasten, Warndreieck, damit kommt man natürlich in der Formel 1 nicht weit. Da ist immer die Vollausstattung eines Arztes dabei, Defibrillatoren waren dabei und auch Geräte, mit denen die Piloten, die Verunglückten, natürlich zunächst einmal künstlich beatmet werden konnten. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle geht es mit dem Krankenwagen sofort wieder ins Formel 1 Paddock. Dort ist an allen Rennstrecken eine medizinische Abteilung eingerichtet für die erste Notversorgung. In ganz schlimmen Fällen stehen natürlich auch Hubschrauber bereit, die Formel 1 Piloten dann in näherliegende Krankenhäuser bringen. Aber man muss auch sagen, das sind alles Vorsichtsmaßnahmen. In der Formel 1 ist lange nichts mehr passiert. Sie ist sehr, sehr sicher geworden. Die letzten Toten an einem Formel 1-Wochenende waren Roland Ratzenberger und Ayrton Senna im Jahr 1994. Jules Bianchi, der Franzose, ist ein Jahr nach seinem Unglück zwar später verstorben, aber es hat sich wirklich schon viel getan. Die Ärzte und ihre Teams können wirklich mit der Erstversorgung oft schon Schlimmstes verhindern, was in der Vergangenheit der Formel 1 nicht immer der Fall war.